Wir begrüßen Sie zu unserem Anleitungsvideo für die Selbstbandage des linken Arms. Die spezifische Bandage ist ein wichtiger Teil bei der Behandlung von Lymphödemen. In diesem Instruktionsvideo leiten wir Sie zur Selbstbandage an. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre behandelnde Physiotherapeutin oder Ihren Physiotherapeuten. Sie benötigen folgendes Material zur Selbstbandage des linken Arms. Eine Körpercreme, 2 bis 3 4 cm breite Elastomullbinden für die Finger, einen Schlauchverband der Größe 56, eine Schere, eine Polsterwatte 8 cm breit für die Hand, 1 bis 2 Polsterwatten 10 cm breit für den Arm, Klebstreifen, 3 Kurzzugbinden, eine 10 cm breit, eine 8 cm breit und eine 6 cm breit. Ein Rillenpolster. Bereiten Sie mehrere Klebstreifen vor, die Sie an die Tisch- oder Stuhlkante kleben. Benutzen Sie eine für die Haut pH-neutrale Körpercreme. Cremen Sie den Arm rundherum und auch die Hand und die Finger großzügig ein. Lassen Sie die Creme einwirken. Wir kommen zum Einbinden des linken Arms. Messen Sie den Schlauchverband in der doppelten Länge Ihres Arms ab, das heißt von der Fingerspitze bis zur Schulter mal 2. Schneiden Sie den Schlauchverband in dieser Länge ab. Ziehen Sie den Schlauchverband über den linken Arm bis zur Schulter. Das vordere Ende überragt dabei Ihre Fingerspitzen. Schneiden Sie oberhalb Daumen und Zeigefinger je ein Loch in den Schlauchverband. Falten Sie den Schlauchverband nach hinten, damit Sie zuerst die Finger einbandagieren können. Nehmen Sie die 4 cm Elastomullbinde in die rechte Hand und legen Sie Ihre linke Hand und den Unterarm entspannt auf den Tisch. Ihre Finger sind dabei leicht gespreizt. Fixieren Sie den Anfang der Elastomullbinde zwischen Zeigefinger und Daumen. Umwickeln Sie via Handrücken Ihr Handgelenk und führen die Binde dann von der Außenseite her zum kleinen Finger. Umwickeln Sie diesen ohne Zug vom Nagelbett her zum Fingeransatz. Achten Sie darauf, dass sich keine Falten bilden. Sobald der Finger ganz umwickelt ist, machen Sie eine Tour um das Handgelenk. Danach wickeln Sie den nächsten Finger ein. Sobald der Finger ganz umwickelt ist, machen Sie eine Tour um das Handgelenk. Danach wickeln Sie den nächsten Finger ein. Wickeln Sie jeden Finger ohne Zug vom Nagelbett her bis ganz zum Fingeransatz ein. Sobald der Finger ganz umwickelt ist, machen Sie jeweils eine Tour rund um das Handgelenk. Danach wickeln Sie den nächsten Finger ein. Wiederholen Sie dieses Vorgehen bis und mit Daumen. Nach Bedarf setzen Sie eine zweite 4 cm breite Elastomullbinde ein. Fixieren Sie das Ende der Binde mit einem vorbereiteten Klebstreifen. Starten Sie wie vorher mit Fixieren zwischen Zeigefinger und Handgelenk und umwickeln Sie Ihre Hand einmal. Danach führen Sie die Binde zum nächsten noch nicht umwickelten Finger.
Jetzt kontrollieren Sie Ihre bandagierte Hand. Die Finger sind bis zum Nagelansatz umwickelt. Die Fingerspitzen bleiben frei. Der Handballen ist frei. Die fertige Bandage darf beim Zupfen nicht von den Fingern rutschen. Falten Sie den Schlauchverband jetzt wieder nach vorne über die bandagierte Hand. Schlüpfen Sie dabei beim Daumen und beim Zeigefinger in die vorher eingeschnittenen Löcher. Jetzt zeigen wir, wie Sie das empfohlene Rillenpolster auf Ihrem Handrücken mit einbandagieren können. Legen Sie das Rillenpolster auf den linken Handrücken. Einbinden der linken Hand und des linken Arms mit Polsterwatte. Legen Sie eine 8 cm breite Polsterwatte wie eine Rutschbahn mit der Rolle nach unten vor sich hin. Legen Sie Ihr Handgelenk auf die ausgebreitete Polsterwatte. Wickeln Sie eine Tour um Ihr Handgelenk. Umwickeln Sie nun Ihre Hand mit der Polsterwatte. Zwischen Daumen und Zeigefinger falten Sie die Polsterwatte, wenn nötig, damit der Daumen frei beweglich bleibt. Umwickeln Sie die Hand weiter. Achten Sie darauf, dass Ihr Handgelenk auch dann bedeckt ist, wenn Sie die Hand zur Faust schließen. Falls Sie Rillenpolster verwenden, achten Sie darauf, dass die Übergänge gut gepolstert sind. Danach wickeln Sie den ganzen Arm ohne Zug bis zur Schulter mit der Polsterwatte ein. Die Polsterwatte soll sich jeweils zur Hälfte überlappen. Setzen Sie, wenn nötig, eine weitere 10 cm breite Polsterwatte ein. Umwickeln Sie den Arm weiterhin ohne Zug bis zur Schulter. Am Schluss bleiben ca. 10 cm des Schlauchverbands sichtbar. Am Schluss falten Sie die überstehenden Enden des Schlauchverbandes über die Polsterwatte. Damit fixieren Sie die Polsterwatte. Einbinden des linken Arms mit einer 6 cm Kurzzugbinde. Legen Sie die 6 cm breite Kurzzugbinde wie eine Rutschbahn mit der Rolle nach unten vor sich hin. Legen Sie Ihr Handgelenk auf die ausgebreitete Kurzzugbinde, sodass die Rolle rechts vom Handgelenk liegt. Umwickeln Sie Ihr Handgelenk einmal. Umwickeln Sie nun Ihre Hand mit der Kurzzugbinde ca. 2-3 Mal. Zwischen Daumen und Zeigefinger falten Sie die Kurzzugbinde, wenn nötig, damit der Daumen frei beweglich bleibt und keine Druckstellen entstehen. Halten Sie Ihre Finger entspannt, sodass sie leicht gespreizt sind. Umwickeln Sie Ihren Arm weiter. Das Ende der Kurzzugbinde fixieren Sie mit den vorbereiteten Klebstreifen. Einbinden des linken Arms mit 8 cm Kurzzugbinde. Nehmen Sie nun eine 8 cm breite Kurzzugbinde und legen Sie diese wie eine Rutschbahn mit der Rolle nach unten vor sich hin. Legen Sie Ihr Handgelenk wie vorher auf die Kurzzugbinde. Schließen Sie die Hand kräftig zur Faust. Wickeln Sie die Kurzzugbinde bis vor die Ellenbeuge. Das ist die Innenseite des Ellbogens. Arbeiten Sie dabei immer ohne Zug.
Von dort ziehen Sie die Kurzzugbinde steil nach oben über den Ellbogen, damit die Ellenbeuge frei bleibt. Wickeln Sie die Kurzzugbinde jeweils zur Hälfte überlappend bis zum Oberarm ab. Das Ende der Kurzzugbinde fixieren Sie mit den vorbereiteten Klebstreifen. Lassen Sie in der Achsel etwas Schlauch- und Polsterwatte vorstehen, damit die Haut an dieser Stelle nicht wund wird. Einbinden des linken Arms mit 10 cm Kurzzugbinde. Nehmen Sie eine 10 cm Kurzzugbinde und legen Sie diese wie eine Rutschbahn mit der Rolle nach unten vor sich hin. Legen Sie Ihr Handgelenk dieses Mal so auf die ausgebreitete Kurzzugbinde, dass die Rolle links neben dem Handgelenk liegt. Schließen Sie die Hand kräftig zur Faust, gegebenenfalls stützen Sie sich auf den Tisch ab. Bandagieren Sie Ihren Arm mit der Kurzzugbinde über den Ellenbogen bis zum Oberarm ein. Das Ende der Bandage fixieren Sie mit den vorbereiteten Klebstreifen. Abschlusskontrolle. Stellen Sie sicher, dass der Druck von der Hand bis zum Oberarm stetig abnimmt, dass Ihre Finger frei beweglich sind. Sie sollen eine normale Hautfarbe haben und sich nicht eingequetscht anfühlen. Stellen Sie auch sicher, dass Sie Ihr Handgelenk und Ihren Ellbogen gut bewegen können. Haare kämmen sollte problemlos möglich sein. Alltagstipps: Für ein erleichtertes Anziehen Ihrer Kleidung schneiden Sie eine günstige Nylonstrumpfhose oder ein altes Strumpfbein im Schritt und am Fußende ab. Ziehen Sie diesen über Ihren eingebundenen Arm. Für die Hand verwenden Sie einen übergroßen Gummi- oder Plastikhandschuh. Je nach Aktivität schneiden Sie die Fingerspitzen der Handschuhe ab. Für nasse Tätigkeiten lassen Sie die Handschuhe erhalten. Bei Einschnürungen, Schmerzen oder allgemeinem Unwohlsein entfernen Sie die Bandage sofort und kontaktieren Sie Ihre Physiotherapeutin oder Ihren Physiotherapeuten.